GT. Oh. Jamie! Cedric! Machen wir die nächste. Die nächste, wir entscheiden uns jetzt, was wir machen. Und ich bin dafür, dass wir den mittleren Weg nehmen. Also Nummer 2. Der Weg. Der mittlere Weg. Stimmt, dass wir hier den Weg aussuchen? Und ich wäre für deine Mitte. Du wärst für deine Mitte. Da in der Mitte. Also, liebe Leute, schreibt in den Kommentaren, ob die goldene Mitte gut ist. Das sehen wir dann im Video. Tschüss. Spaß. Ah, ja, dann wählen sie die goldene Mitte mal aus. Ja, ich bin in der Einführung. Ja, geschissen. Ja. Würde mich stinken, wenn ich du wäre. Ja, da. Und schreibt mir den Kommentar, wie geht's euch so? Ganz ehrlich, jetzt mal, seid ihr wieder krank wegen dem Corona? Seid ihr gerade in der Ferien? Es ist ja schließlich gerade Sommerferien. Wer ist diese Corona? Das ist eine Krone. Ah, sehr gut, ja. Ah, ja. Haben Sie denn Corona schon mal gehabt? Ah, ich Corona? Also offiziell ja. Nicht. Ich has Nein, tatsächlich nicht. Ich habe es allein vielleicht gehabt. Ich habe mich dort in dieser Zeit einfach nicht getestet. Ich war sowieso daheim. So. Okay. Cool. Also, ein Nauptüberfall voller List und Verkleidungen. Riesenschwindel. Das klingt. Gut. Bist du sicher, dass deine Herangehensweise ein Riesenschwindel sein soll? Ja. Absolute. Absolut. So, und so sind wir bei der nächsten Tafel, liebe Leute. Ja, so, Daddy, was beginnen wir denn damit? Da ist noch alles gesperrt. Schützefahrer, Hacker. Es ist halt einfach noch alles spät. Mann. Wir müssen zuerst noch Waffen und Fluchtfahrzeuge und Hacker. Also ich wäre dafür, dass wir heute, nachdem wir die Sachen ausgewählt haben, gehen wir noch eine Maske auswählen. Und wir besorgen noch Schlüsselkarten. Das ist ein Double-Ding. Weil Notmaske holen würde ich jetzt kurz ins Völkli gehen. Es wird schon fast ein Short geben. Justin McCoy. Einer, der möglichst wenig. Also, der hier will auf 5%. Nimmst. Der Hacker der Beste, sonst kannst du den Schlechtesten nehmen. Der Hacker muss der Beste sein. Aber muss der Beste sein. Weil der versorgt uns am meisten Zeit. Bist du sicher, dass du Karl Abolai. Apolachi, alles dein Schützen. Hallo, Rassismus, ja. Du sprichst dann seinen Namen doch richtig aus. Mann, ich will die gar nicht die ganze Zeit von denen Schiss. Okay, das ist jetzt eine Mission, die Waffen zu besorgen, hä? Wollen wir das mal machen, oder? Nein. Zuerst das ist jetzt... So, dann ein Fahrer. Was nennen wir für einen Fahrer? Braucht auch nicht so eine gute. Schlecht. Ist sie, Alter, Dres. Und da Hacker brauchen wir den Besten von den Besten. Warum denn eigentlich? Weil der uns die meiste Zeit im Tresor tut. Der schaut, dass wir genug Zeit haben. Okay, ich habe nur zwei, nämlich schlecht und gut. Nimmst du das am besten? Ja, nicht Experten und so, sondern einfach. Nimmst du diese, wo beste sein? Ja. Also, wir haben hier schon mal drei Missionen. Hier haben wir nochmal Missionen. Jetzt haben wir eigentlich alles Missionen, die wir in der nächsten Zeit können machen zusammen. Oder ich wäre eben dafür, dass wir unser geiles Auto nehmen. Die rechts unten machen. Diese ganz rechts unten. Du musst schauen, rechts unten gibt es Sicherheitskarte 1 und Sicherheitskarte 2. Und wir brauchen die zweite, wieso ist jetzt scheiße? Wie wo? Zum Überspringen bezahlen. Was? Was? Nein, was Schlüsselkarte. Patrouillen. Ich weiß wo du bist. Ich bin auf der. Du schaust bei mir immer nur bei der ersten Tafel und gar nicht bei der zweiten. Ja, aber ich bin gerade bei der zweiten.
Wenn du bei der ersten Das Pink-Violett, so meine ich. Aha. Machen wir das doch mal. Mission starten. Ja, nehmen wir das. Ja, easy. Machen wir auch mal, Leute. So. Machen wir nicht mal ein anderes Auto nehmen, ich liefere die Abwechslung. Ja, wir brauchen doch. Ah, die ersten vier, also. Ah, nein. Okay, ich weiss, welche Mission das ist. Wieso musst du denn immer an nein sagen? Weil, hast du nicht gesehen, wer uns gerade angerufen hat? Ja. Ja, dann ist es gut. Vielleicht... Also ja, doch schon, aber ich kenne den Typ nicht. Ja, gut, dann... Weil der immer dir angerufen hat, wenn man es dann überrascht es dich genauso. Kannst du dich freuen, wenn es überhaupt die Mission ist. Ich glaube, es ist schon die Mission, aber... Oh nein! Ja. Ich habe es jetzt herausgefunden. Ja, dann warte... Ja, bei wart Leuten, das wird ja länger sein, ja. Vielleicht auch nicht. Warte ab. Sonst wäre das zwei Teile. Sonst wäre das 50 Teile, Spaß. Nein, es gibt ein Teil, wie gesagt, pro Mission ein Video. Sonst gibt es Maske halt irgendein anderes, aber das wird ein Video. Wir halten unsere Wörter. Die Maske gibt es ja short, Alter. Easy, Alter. Ich werde folgt eigentlich von euch allen im Serik auf Instagram, das ist ganz wichtig. Das ist so. Der hat schon das ganz so viel Zeugs. Der Kanal, der Instagram. Okay, Serik, hast du Glück, es ist doch nicht die Mission, die du denkst. Okay. Wer ist denn das überhaupt? Nein, doch, es ist die Mission. Es ist doch die Mission, Serik. Also. So, er hat trotzdem sein. Nach dem Mietwagen. So. Wenn wir ernsthaft den Mietwagen suchen. Ja. Wie hat der Mann ausgesehen? Er hat ausgesehen, wie so ein Mietwagen halt ausgesehen. Und zwar. Scheiße. Okay. Ja. Voll. ja. Hol. Holla die Waldfee. Ah, da ist er. Willst du fahren? Hey, ja, ist das sicher. Ja. You got the car yet? Mann, der blöde Typ läutet mir die ganze Zeit ab. So, also. Auto, muss ich wirklich sagen. Also in real life würde ich das noch fahren. Oh shit. Oi. Auspuff ist irgendwie geil, also es stört. Also, du sollst da jetzt in ein River reinfahren, sagt er. Ins Reservoir. Fahren ins Reservoir rein und zu versenken ihn. Und warum? Weil er das wird. Aber ich kann doch genauso gut das selber behalten, wenn das ein Kommissar ist. Nein. Wir müssen das was machen, wie wir sonst. Was ist denn das so schlimm an dem Auto? Was? Was ist so schlimm an dem Auto? Oh! Okay, er ist sich unentschlossen. Können wir halt wieder. Also, jetzt zu El Barno und dann in die Luft jagen mit Benzin oder so etwas. Ich glaube, man kann schon merken, was für richtig das geht. Ich weiss jetzt wieder, welche Mission das ist, ja. Ja. Die spannendste Mission von allen. Jo. Ja. Also, liebe Leute, jetzt machen wir noch ein bisschen Smalltalk. Jamie, wie geht's dir? So, erzähl ein bisschen von deinen Problemen. Mir geht's gut. Aber erzähl auch nicht von mir dann. Ja, mir geht's gut. Die Mission nervt mich jetzt schon, muss ich dazu sagen, ja. Banane-Gulasch-Suppe habe ich immer noch gern. Wenn wir mal einen Vlog machen, wo wir halt wirklich eine Banane-Gulasch-Suppe... Ja, komm. Ja, gehen wir halt wieder. Können wir mal einen Vlog machen, dann irgendwann, wenn wir halt wirklich eine Banane-Gulasch-Suppe machen. Machen. Aber erst bei 1 Million Abonnenten. Nö. 100'000. 2 Millionen? 2 Millionen! Also jetzt müssen wir zu einer... was ist das? Zu einem Abschlepport, zu einem.
Weil du musst nicht mal an, ich habe direkt aufgehängt. Ja, ich los ihm zu mal. Los denn? Schon, was sagt er denn so? The people in the hills! So, jetzt fahren wir Josh einmal auf die ganz andere Seite von der Welt. Zu den Altkulturkisten alle. Die ah, und dann fahren wir jetzt hin und die bringen uns das. Ja. Ah, zu die denen tut's. Nein, Alter, ich war doch nicht so weit. Was hat das Gefühl? Ich muss sagen, wenn du Fahrerwechsel brauchst. Nein, nein. Das ist einfach mein Video, gell? Mm. Hallo, aus dem Weg, ich komme. Ja. Du, mir geht's auch gut? Nein, jetzt nicht, Mann. Bitte. Ohne Witz, hör auf. Hallo. Wir müssen da raus, wieso sagt das niemand? Bitte hör auf. Jamie, mach die Musik ab. Ich finde sie gut. Das ist egal. Es ist egal, ob du gut findest. Ich will kein Copyright Strike. Es gibt kein Copyright, die Musik hat sicher kein Copyright, Alter. Jetzt. Jetzt bitte hör auf. Bitte hör auf! Alter! Alter, nein, wirklich! Ohne Witz, hör auf! Oh nein, es geht Copyright, das geht Copyright! Oh mein, oh. Mann, dann lose doch direkt ganz ab. Au. Weißt du, können wir das Auto nicht selber in die Luft sprengen? Nein. Es wäre halt so viel einfacher. Der Typ hat. Der regt mich. Der regt mich auf. Aber mich auch. Ja, mich auch. Dann lässt es trotzdem mal hör auf. Bitte, ohne Witz, Jamie, hör auf. Nein. Oh. Oh, ich habe gerade richtig Schmerzen in der Backe vom Lachen, Alter. Ich lache. Nein, im Moment, wenn du Backe Schmerzen wegen Alter. Ich lache mich gerade weg. Oh. Aua, aua, aua. Ich habe gerade Lachen anfangen. Oh, meine Muskeln sind verspannt. Ich finde es irgendwie nicht mal lustig. Ich sehe. Ich hätte gerne ein Facecam von dir. Nein, weil das hätte ich nicht gerne. Der Typ, Alter. Was für ein Typ? Ich bin Radio. Jetzt wird's spannend. Ey! Oh, ja! Ah! Oh, nett, ey! Ey, weißt du, bei dir läuft nicht mal das, was bei mir läuft, von dem man hört. Was läuft bei dir denn? Er schnurrt die ganze Zeit! Bei mir läuft gute Musik. Ja, dann. Ja, weißt du, schön! Ja, dann. So, weil bei dir läuft immer die gute Musik im Mexikaner. Und dann mach ich da einen Schnurr die ganze Zeit. Er muss nicht da Leben ausgeben, Robert ist gegangen. Und irgendwann, er schnurrt nicht mal lustig, sondern so richtig langweilig schnurrt er einfach irgendwann. Ich nehme nicht, das so noch. Da verzeiht er auch noch richtig gefühlt. Okay, was sind die Nachrichten gewesen? Weil das hat wieder ein Mexikaner in Spanien gebracht. Ah! Ja, aber jetzt ist das Video ja richtig spannend. Ja. Weißt? Eben, wie gesagt, niveaulos. Haben wir im letzten Video schon erwähnt. Ja, und sag es nochmal einfach. Ja. Fahren. Ja, was ist der Sinn von dem Video? Die Leute sitzen dort daheim. Es ist halt wirklich ein Podcast eigentlich. Also ja, wirklich, die sitzen dort daheim, schauen sich das an. Sehen. Zwei Dudes, wenn wir ein Auto hocken. Und dann irgendwo hinfahren. Wo aber hinfahren, nicht wirklich reden. Und der eine, der nicht viel geredet wird, das Radio anmachen.
weil dann ein bisschen Unterhaltung ist. Der andere wird die ganze Zeit ausmachen. Oh. Also, liebe Leute, wir sind da. Das beste Völkchen, das auf diesem Planeten existiert. Okay, jetzt vorsichtig sein, wir werden nicht umgebracht werden, soll ich. Nein, ey, wir werden einfach nicht umgebracht werden. Die haben schon Waffen auf uns gerichtet, soll ich. Oha. Was auf. Was auf. Oh shit, der wird. Der Typ. Könntest du dir ein paar Hosen und T-Shirt anlegen, danke. Hallo, ist also, wirklich. Alter, die ziehen alle mit Waffen auf uns. Legen die nehmen hier die ganzen Wanderer aus. Da wird er aber auch nicht den 31. Oh, da kommt jemand. Da kommt jemand. Was macht der jetzt? Steigt der jetzt in das Auto ein? Nein. Was schaut der? Hallo, Dude, was lügst du? Hey, du, gehen wir wieder. Hey, der Kofferraum ist auf. Also, komm, dann gehen wir. Nein! Hey, der dritte. Hey, darf ich dir helfen? Darf ich dir auch aufhauen dort? Komm, Jamie. Ey, bitte nicht Waffen, aber nicht. Komm, renn einfach so rein. Ciao, Dudes. Nein. Steig ein. Wir nehmen das. Wir nehmen das Auto von Ihnen. Die interessiert es nicht. Und mit diesem Auto. Ja! Liebe Leute, wir verabschieden uns. In der nächsten Folge wieder mit diesem Auto. Ja. Dann, nein, wir sehen uns nicht mit dem Auto, sonst müssen wir nämlich ganz zurückfahren und das wäre blöd. Ja, wie auch immer. Ja, das war in dem Fall die Verabschiedung hier, wenn wir hier ein bisschen im Zeug rumhängen. Wir hängen rechts. Also dann, Jamie, du hast wieder mal das letzte Wort. Was ist dein letzte Wort? Fuck. Ich helfe dir. Ja, hilf mir mal. Hilf mir mit der Physik. Es gibt doch noch nicht das letzte Wort. Ja, Physik. Danke. Ja, noch nicht ganz. Ja, fast. Ja. Jetzt gut, danke. Ah, ich kann nicht mal drauf. Ja, alles stimmt, ich darf da gar nicht rein. Schieß weiter. Ja, okay, ich versuch's doch da rein zu kommen, ja. Ist gut. Ist gut. Ich komme hinterher. Ja. Wohin? Schieß mich. Ja, wenn wir das Auto muss jetzt in deine Garage schienen, Alter. Das wird jetzt eingelagert. Ja, hinter dran. Nein, musst hinter dran. Nein, hinter mir. Au. Nein, wir sind so knapp gewesen. Ja, jetzt ist gut. Ja? Ja? Jetzt. Aua. Jetzt ist ich selber weg. Ja. Ele pasa bandilla. Oh, Espanole, diese, Espanole. Ja, jetzt. Ja, es ist schwierig im Fall, dass man dort macht. Ja! Jetzt führen! Schieß! Sorry, wenn das Video jetzt eine Stunde geht, aber der LKW muss drin sein. Ja. Aua, ich weiss, ich spick mich ja auch davon. Und da passt doch sicher rein. Doch, ich bin fast tot. Ja, ich passe da fast rein. Komm! Ich muss vorne rechts gegen den Pfosten. Vorne rechts gegen den Pfosten muss schießen, dass ich ein bisschen gelübt werde. Komm! Ja, nein! Mann, ich will doch nur in die Röhre da rein. Kopf, hättest du dich. Ja! Komm! Nein, jetzt schießt mich weg. Nein! Sorry! Aber die Autos sind recht ein cooles Nummernschild für was sie sind. Yeah! Yay! Weißt du, zu Fuß kommst du einfach easy auf. So. Aber ja, nicht wieder die nächste Röhre. Danke fürs Zuschauen. Und ja, danke. Wir sehen uns im nächsten Video mit diesem Video, was der Selig dann in die Garage einlagert. Ja. Als. Also. Als Souvenir. Souvenir. Und damit sag ich ciao. Jo, warte. Ich sag mit dem tatsächlich auch ciao. Ich wünsche euch noch einen ganz geilen Tag und ja, jetzt kommt das Outro. Ade! Yeah.